Soziale Medien in der journalistischen Tätigkeit nehmen stark an Bedeutung zu. Das ist sicher unwidersprochen. Wir müssen nur sowohl mit dem Begriff soziale Medien, weil die Frage ist, was ist an dem sozialen Medium und wirklich ein Medium, und vor allem mit dem Begriff Recherche vorsichtig sein. Die journalistische Recherche per se besteht ja eher darin, in sozialen Medien Themen aufzugreifen, die von vielen Menschen geteilt und entsprechend auch zu einem Themenkomplex erhoben werden, erst dann richtig in journalistische Recherche zu manifestieren und auf Richtigkeit zu überprüfen. Diese Recherche hat mit sozialen Medien nun relativ wenig zu tun. Das ist die traditionelle journalistische Recherche, die auf anderen Kanälen und durch andere Quellen stattfindet. Stichwort Check, Recheck, Double Check. Im Sinne von, wenn ich in den sozialen Medien heute einen Hinweis auf ein gutes Thema bekomme und auch verfolge, wer sich dazu äußert, dann wird wohl eben genau diese Serie mit dem Check, Recheck und Double Check eher in anderen Medien und in anderen Quellen stattfinden. Gute alte Pressemitteilung wird nie ausgedient haben. Es gibt mittlerweile sehr starke Tendenzen in Richtung Professionalisierung der Pressearbeit. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeiter sind gewohnt, rasch auf den Punkt zu kommen, die richtigen Zielgruppen zu erreichen. Und also insofern, glaube ich, ist dieses Recherchthema, respektive dieses Quellenthema, ein nicht enden wollendes. Freilich ist es wichtig, dass sich die Pressemitteilung genauso wie die digitale Welt an sich weiterentwickelt. Der Bedarf an Fotos, an Videos, Zusatzmaterial, Basismaterial für Infografiken, Datenjournalismus etc. wird immer größer. Und ich glaube, je stärker Öffentlichkeitsarbeit diese Notwendigkeit für Journalisten bedienen kann, umso besser ist es. Ganz generell, die Recherche hat sich natürlich in der digitalen Welt verändert. Die persönliche und Telefonrecherche tritt in den Hintergrund. Die Recherche über digitale Medien logischerweise in den Vordergrund. Nachdem der Unterschied zwischen einem Smartphone und einem Desktop ohnehin nur der Umstand ist, dass das eine größer ist und mit dem anderen kann man auch noch telefonieren, würde ich sagen, dass in einer Zeit, wo Mobilität ein immer stärkeres Thema wird, und das betrifft ja alle sozialen Bereiche, wäre es ja kurios, wenn gerade der Journalismus davon ausgenommen würde. Also ja, ein elektronisches, digitales Gerät, das mich mehr oder weniger mit der Welt verbindet, und zwar von jedem Punkt der Welt aus, ist sehr stark in der Bedeutung im Zunehmen und das betrifft eben vor allem die Mobiles. Die Zusammenarbeit zwischen Journalismus und Pressestellen ist, solange jeder weiß, welche Rolle er in dieser Beziehung einnimmt, glaube ich, eine sehr ungetrübte. Man kann sich allerdings natürlich immer etwas wünschen und es, glaube ich, wäre an der Zeit, vor ein paar Entwicklungen zu warnen, respektive die kritisch zu beachten. Das eine ist der doch stärker werdende Versuch, durch selektive Einladungspolitik oder einfach die selektive Weitergabe von Informationen kritische oder unliebsame Medien von der Berichterstattung auszuschließen. Der zweite Punkt wäre die Tendenz, dass Öffentlichkeitsarbeiter manchmal in die Verlegenheit kommen oder versucht sind, sich durch die exklusive Weitergabe von nicht einmal so exklusivem Material an bestimmte Medien eine durchaus, sagen wir mal, wohlwollende Berichterstattung zu sichern. Und das dritte wäre den Einfluss auf die versuchte Einflussnahme auf unabhängigen Journalismus, vor allem im Bild- und im Videobereich. Wir erleben immer mehr, dass Öffentlichkeitsarbeiter oder Presseabteilungen sehr danach bestrebt sind, die Bildberichterstattung entweder zu beeinflussen oder vielleicht zu behindern, indem man sagt, gewisse Bilder, Videos etc. gefallen mir nicht und deswegen gebe ich sie einfach nicht frei. Das sind Tendenzen, denen muss man auf jeden Fall relativ im Ansatz widersprechen. Naja, die beiden Begriffe Objektivität und Unabhängigkeit haben relativ viel miteinander zu tun. Nur wirtschaftlich unabhängige Medienunternehmen können überhaupt objektiv und quasi ausgewogen berichten. Also insofern ist es einer der Grundpfeiler überhaupt der Existenz von traditionellen genauso wie von neuen Medien. Und ich denke, in einer Zeit, wo die Datenflut oder die Flut an Informationen, was jetzt zunächst nicht zwingend Nachrichten heißt, sondern Informationen, eine derart überbordende und unübersehbare ist, umso eher wird die zentrale Aufgabe des Journalismus hier zu selektieren, zu ordnen, auf Richtigkeit zu überprüfen und letztlich halt sicherzustellen, dass Informationen oder Nachrichten weitergegeben werden, die halt dann doch stimmen, und das möglichst schnell, das wird sicher an Bedeutung nie abnehmen.